Hallo, startfrei zum Sport mit Leichtathletik der Spitzenklasse aus dem Schönbuchstadion in Blitzhausen. Da stand ja am Sonntag die 32. Auflage des internationalen Talos Läufermeetings auf dem Programm. Das erhielt ja, wie berichtet, nun den Status eines Challenger-Meetings im Rahmen der World Athletics Continental Tour. Von 11 bis 18 Uhr war das Programm, das die Organisatoren des LV Blitzhausen und Meetingdirektor Thomas Jeckle zusammengestellt haben, pickepacke voll. Über 650 Cracks aus dem In- und Ausland waren dabei, auch der Nachwuchs war natürlich über die krummen Strecken wieder am Start. Wir legen los mit der Staffel, die ging nicht über die krummen Strecken, sondern über die klassische 4x100 Meter Distanz an den Start. Da wollte die von Bundestrainer Alexander Seger aus Gomaringen betreute deutsche U20 Staffel die EM-Norm eintüten. Ja, und das gelang locker. Das DSV-Quartett in der Besetzung von links nach rechts, Caroline Schlung, Chelsea Kadiri, Rosina Schneider und Holly Okuku, lief nach 44,60 Sekunden über die Ziellinie. Super Wetter im Blitzhausen, tolles Trainingslager, gute Zeit, zumindest im zweiten Lauf. Also das Wetter überrascht in der Tat. Die Zeit war eigentlich das, was wir ungefähr vorhatten. War etwas holprig im ersten Lauf, es gab individuelle Fehler, wurde gut umgesetzt im zweiten Lauf und die Leistung zu dem frühen Zeitpunkt, auch gestern mit Training, heute Wettkampf in der Kombination, sind wir sehr, sehr zufrieden. Ziel dieses Jahr? Die Goldmedaille über 4x100 bei den U20 Europameisterschaften. Da braucht man nichts mehr dazu sagen, wir wünschen dir alles Gute. Und ihr müsst es machen, sonst ist es sauer. Wir bleiben bei den Damen und kommen zum Rennen über die 300 Meter Hürden mit ihr, mit Carolina Kraftzig vom VfL Sindelfingen. Die mehrfache deutsche Meisterin über die 400 Meter Hürden stand 2021 bei den Olympischen Spielen in Tokio im Halbfinale und bei der EM vor einem Jahr im Endlauf. Sekunden beträgt ihre Bestzeit über die 400 Hürden. Nur knapp unter dem deutschen Rekord in Blitzhausen gewinnt sie die 300 Hürden in starken 39,13 Sekunden und verpasste nur ganz knapp den Meeting-Rekord. Wetter viel besser als gedacht. Sie natürlich in super Form, gut gelaufen, zufrieden mit dem Rennen. Ja, auch besser als gedacht. ja, ich bin wirklich zufrieden mit dem Lauf. Ich habe mich gut reingefunden heute in den Tag und wollte einfach vorne Gas geben und bis zur fünften Hürde meinen Rhythmus laufen, der bisher aus dem Training jetzt einigermaßen geklappt hat und in der Kurve einfach irgendwie das durchzulaufen, das Tempo hochzuhalten und deswegen bin ich echt zufrieden und dass es so gut läuft, hätte ich dann tatsächlich nicht gedacht. So, wie geht es jetzt weiter, die nächsten Schritte und Ziele für dieses Jahr? Also jetzt trainieren wir tatsächlich nochmal, machen nochmal einen Trainingsblock. Ich bin ja schon in Bietigheim die Staffel Deutschen gelaufen, dann jetzt ins Trainingslager, jetzt der Wettkampf. Ja, jetzt zwei Wochen nochmal Training, dann laufe ich einen Wettkampf in Weinheim über die Flachstrecke, um nochmal an der Tempoherde zu arbeiten. Und ja, und dann geht's los mit dem 400-Rennen. Das ist ein gutes Stichwort. 300, 400, wäre doch schön. 300 Hürden, das ist nicht so hart. Ja, wunderbar. Meine Lieblingsdisziplin wäre 200 Meter Hürden. So, dann die WM. Genau, davor noch die Deutsche, genau. Und dann Ende August die Weltmeisterschaft in Budapest. Wir drücken die Daumen, alles Gute, Dankeschön. Vielen Dank, danke auch. Also Fernziel Ungarn, vom 19. bis zum 27. August werden in Budapest die Weltmeisterschaften ausgetragen. In Blitzhausen geht es durch den neuen Status auch um Weltranglistenpunkte. Wir können Ihnen natürlich nicht alle Wettbewerbe zeigen. Zahlreiche Olympiateilnehmer waren am Start und hier sehen wir den 100-Meter-Lauf der Paraathletinnen. Und wir kommen zum 80-Meter-Lauf der Damen. Da stellte im Vorjahr ja Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo einen neuen Meeting-Rekord auf. Für dieses Jahr musste die Athletin der LG Kurpfalz leider kurzfristig krankheitsbedingt absagen. Ja, und dann war auch noch der Rekord futsch. Denn Lisa Nipken von der MTG Mannheim mit der Startnummer 365 lief in der korrigierten Zeit von 9,32 Sekunden als erste über die Ziellinie und knackte die Marke von Mihambo um 300. Sie war die schnellste, Lisa Nipken.
Platz 2 in der Addition aller Läufe ging an Elisa Lechleitner aus Ludwigsburg, Startnummer 150 vor Samira Huber, TSV Rottweil. Und der Blick auf die Männer mit Enoch Adegoke, der stand in Tokio im Finale und feierte seine Premiere in Blitzhausen. Und gewinnt am Ende in 8,85 Sekunden hauchdünn vor Nipkens Vereinskollege Timo Lange. Nachwuchstalent Samuel Wallipuram vom SV Unterjesingen lief in 9,04 Sekunden auf Platz 5. First time in Blitzhausen. How was it? Enoch, du bist das erste Mal in Blitzhausen. Wie war's? Ja, es war gut, die Zeit ist okay, es war ein knappes Rennen, es hat am Ende ganz schön weh. Die Atmosphäre hier ist toll. Ist es nicht etwas kühl für diese Jahreszeit? Ja, schon, aber das passt schon. Du warst bei den Olympischen Spielen im Finale. Was sind die nächsten Ziele? Nun, ich will mich natürlich weiter verbessern. Klar, ich war zuletzt krank und muss erst wieder meine Form finden. I hope to get better. Gut in Form waren wieder die Kids bei den Staffelrennen, sowohl bei der Bambini-Staffel als auch in der Altersklasse U10 bzw. U12. Da ging es über 8x50 Meter. Dies hat schon Tradition, ebenso wie die offizielle Vorstellung der Top-Athletinnen und Athleten. Und nach diesen Bildern machen wir mal eine kurze Pause. Bei Brillinger Orthopädie steht der Mensch im Mittelpunkt, mit am Kunden orientierter Dienstleistung und bester Beratung. Hier finden Sie Hilfsmittel, die das Leben erleichtern, Behinderungen ausgleichen und Mobilität zurückgeben können. Brillinger Orthopädie an vielen Standorten in der Region. Unser neuer Panoramasaal und weitere Räumlichkeiten. Feiern und tagen Sie auf bis zu 1200 Quadratmetern. Platz für Kongresse und Messen. 140 kostenfreie Parkplätze. 150 komfortable Zimmer. Und vielfältige Möglichkeiten, Ihre Freizeit zu gestalten. Hotel Fortuna Reutlingen, Tübingen. Wir sind zurück mit den 600 Metern der Frauen und einem Dauergast in Blitzhausen. Zum 9. Mal ist die 14-fache deutsche Meisterin Christina Hering mit dabei und mit der Startnummer 6 im grünen Dress der LG Stadtwerke München unterwegs. Hering wurde am Ende in einer Minute 27,03 Sekunden Zweite hinter der Polin Adriana Topolnika. Laura Wilhelm von der LAV Stadtwerke Tübingen lief auf Platz 6. Christina, mit großer Freude alle Jahre wieder, aber es war, glaube ich, ganz schön hart bei dem böigen Wind. Ja, also es war ein bisschen schade beim Reinlaufen, weil ich dachte, wir ziehen einfach alles schön rein. Und dann bin ich halt irgendwie total aus dem Tritt gekommen, dadurch, dass beide total schnell reingezogen sind von außen. Und dann habe ich auch Lucia leider ein bisschen schön geschubst, weil ich so nach vorne gefallen bin. Ja, aber klar, ich hätte schon sehr gerne gewonnen. Ich glaube, die Zeit ist okay für die Bedingungen. Und ja, es war jetzt eine lange Zeit seit dem letzten Wettkampf. Ich habe ja keine Halle gemacht. Deswegen war ich schon aufgeregt und jetzt freue ich mich noch auf die 300. Zunächst 300 und wie geht's mit der Saison weiter? Ich glaube nächste Woche 400 und in 2 Wochen ist dann der Saisoneinstieg über 800 in Rehlingen. 600 ist immer verdammt schnell. Das stimmt, ja. Also ich weiß gar nicht, ich glaube wir sind so 56 durch. Es hat schon gepasst. Das heißt, dann sind wir noch eine 30 draufgelaufen. Ich glaube es war jetzt 1,26,7 oder so. Ne? Ja. Genau. Und jetzt natürlich, WM ist das große Ziel dieses Jahr, oder? Ja, auf jeden Fall. Da drücken wir dir die Daumen, wünschen dir alles Gute. Vielen Dank. Wir schauen auf das 600-Meter-Rennen der Männer. Ob es in diese Richtung gehen kann. Alexander Jakic, sofort
Da setzte sich am Ende der Norweger Tobias Kronstad in einer Minute 15,33 Sekunden mit einer Hundertstel Vorsprung auf Louis Oberbeck von der LG Göttingen durch. Es ging, wie gesagt, Schlag auf Schlag weiter. Die Frauen im ersten Lauf über die 150 Meter biegen auf die Zielgerade ein. Da gewann Rosina Schneider von der LG Sulz, die war ja auch bereits in der Staffel unterwegs, vor Elisa Lechleitner links und Skadi Schier, SCC Berlin, rechts. Die zweite Gruppe ist unterwegs, ja, und da war wieder mal Lisa Niebke nicht zu schlagen. Sie knackte in 17,03 Sekunden den nächsten Meeting-Rekord und der wurde, Achtung, 1997 von einer gewissen Melanie Paschke aufgestellt. Schneider wurde dann Gesamtzweite vor Staffelkollegin Holly Okuku vom Sprintteam Wetzlar und dann folgten Schier und Lechleitner. Die 400-Meter-Spezialistin Alisa Schmidt vom SCC Berlin landete auf Platz 7. Die EM-Halbfinalistin ist ja auch neben der Bahn bekannt und hat über 3,5 Millionen Follower auf Instagram. Wahnsinn schnelles Rennen war das, denke ich, schon vom Wind geplagt. Gesehen. Ja, den Wind habe ich jetzt gar nicht so mitgenommen, aber ich glaube, wir hatten schon guten Rückenwind. Hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Wie ist der Trainingszustand? Wie bist du mit der Form zufrieden? Ich bin eigentlich sehr zufrieden. Wir sind jetzt vorgestern aus dem Trainingslager direkt hierher geflogen. Von dem her, das merkt man schon noch so ein bisschen. Aber es ist super, das jetzt als Einstieg zu nutzen. Einstieg ist ein Stichwort. Wie geht es dann weiter? Ich renne dann als nächstes in Rehlingen. In zwei Wochen die 400 Meter. Da geht es dann richtig zur Sache oder sind die 150 eigentlich schöner, weil sie kürzer sind? Nee, die 400 Meter sind mir schon lieber. Aber es ist ganz cool, um mal eben die Form zu testen. So, und dann ist die WM. Ist das der Gipfel des Jahres, der Saisonhöhepunkt? Auf jeden Fall, das ist das Ziel. Und was ist da das Ziel? Kann man da eine Zeit nennen? Mein Ziel auf jeden Fall ist, unter 52 zu rennen. Und ja, mal schauen, was jetzt in zwei Wochen zum Einstieg dann möglich ist. Wir drücken die Daumen, alles Gute, vielen Dank. Dankeschön. Rund 2000 Zuschauer kamen ins Schönbuchstadion, das ja im vergangenen Jahr sein 50-jähriges Bestehen feierte. Auch der 800-Meter-Olympiasieger von Sydney, Nils Schumann, schaute vorbei. Sein Sohn ging über die 600 Meter an den Start. Wir ziehen ein erstes Fazit mit Meetingdirektor Thomas Jeckle. Wir sind ja nicht ganz am Ende, aber du kannst vielleicht schon ein bisschen ein Fazit ziehen. Es gab Meetingrekorde, überraschende. Ja, überraschende Meetingrekorde in Abwesenheit von Malaika Mjambo, der man eigentlich das ja eher zugetraut hätte. Jetzt ist jemand anders in die Bresche gesprungen und das ist ja umso schöner. Davon lebt ja auch der Sport, dass dann solche Überraschungen da sind. Wetter auch viel besser als gedacht und erwartet? Wetter viel besser als gedacht. Vielleicht Glück des Tüchtigen, wobei wir ja noch nicht am Ende sind. Also wir hoffen, dass es bis heute Abend zu den Hindernisläufen dann tatsächlich auch so hält. Und jetzt natürlich... Ja, der Rückenwind war toll für die 100-Meter-Läufer, aber ansonsten ein bisschen böig ist hier immer. Ja, leichter Wind, aber der stört nicht. Der ist eigentlich also bei den Wetterbedingungen eher vorteilhaft, weil man hat auf der Zielgeraden immer Rückenwind dann. Das heißt für die Sprinter und auch für die Mittelstrecke ist es hinteraus gut. Auf der Gegengerade muss man sich aber gegenseitig unterstützen. Aber der Wind war jetzt nicht besonders stark, also das ist erträglich. Ja. Und auf den Punkt gebracht, da zum ersten Mal so ein Challenge-Meeting. Hat das was verändert? Hat auf jeden Fall was verändert. Also wir haben national wie international eine viel höhere Klasse, auch in der Breite natürlich dann, ja, was sich auf die Leistungsdichte hier auch auswirkt. Also da sind wir sehr zufrieden. Da führt auch kein Weg dran vorbei. Also entweder geht man den Weg mit oder man, übertrieben gesagt, verschwindet in der Bedeutungslosigkeit. Thomas, tolle Arbeit, gute Erholung. Vielen Dank. Am Abend standen noch die längeren Strecken und die Hindernisrennen auf dem Programm. Zwei Ergebnisse haben wir noch. Wenn Sie unseren Vorbericht gesehen haben, wissen Sie, dass auch Team Holzapfel und Elena Burkhardt am Start waren. Holzapfel trainiert ja unter Thomas Jeckle in Plitzhausen und startet für die LG Unterländer. Bei den deutschen Meisterschaften gewann er ja im Vorjahr überraschend den Titel über die 800 Meter. In Plitzhausen war er über die 1000 Meter vorne. Elena Burkhardt, die in Tübingen lebt und trainiert, wurde über die 1000 Meter Fünfte für die Hindernisläuferin der LG Farbtex Nordschwarzwald, die ja auch in Tokio dabei war, war es wie für viele andere eine erste Standortbestimmung zu Beginn der Freiluftsaison. Das war's aus dem Schönbuchstadion mit zwei Meetingrekorden und vielen starken Leistungen. Wir sagen Tschüss aus Plitzhausen.